Komme ich gar nicht hoch. Da komme ich gar nicht hoch. Ich will da aber hoch. Oh, guck mal, Frostklauen. Eine Frostklaue. Eine Frostklaue, eine Frostklaue. Gegen die muss man bis jetzt nur einmal kämpfen. Gott sei Dank, aber bald sicher nochmal. Sicherlich. Erzähl, was du willst. Ich will hier hoch. Weil hier ist Blauglanz. Hier, Blauglanz. Meins. Ist noch mehr Blauglanz, oder? Autsch. Autsch? Was ist daran? Autsch. Hä? Die restlichen Blauglanz-Dinger? Ach, da. Okay, hab's gesehen. Ja, ist okay. Blauglanz! Da kann man auch anscheinend ultra viele sammeln, hä? Ist immer wieder nachspawnt. So. Ich wollte gerne in diese Richtung gehen. In diese Richtung ist nur die Arena. Ja, diese krasse, die sie gebaut haben. Und nochmal Blauglanz. Blauglanz! Zack! Nehme ich doch gerne mit. Und dann geht's hier hinten in diese eine Ruine rein. In diese nächste Ruine musst du gehen. Ein bisschen Heilung muss man mitnehmen. Man weiß nie, was auf uns zukommt. Es könnte gefährlich sein und tödlich. Oh, ist das tief. Hier war ich ja schon, aber ich bin nicht reingegangen, gell? Ich bin da ja nicht inside gegangen. Stand hier, ich habe das zwar gesehen, aber wie komme ich da rein? Oh! Oh! Oh, sind da ein paar Kollegen da, die gerne... Oh Mann, okay. Ein paar Stalkers. Finde ein Schienenteil. Ich möchte aber kein Schienenteil finden. Ich möchte keine Schienen. Beschädigt. Hier ist einer der Metallvögel. Ja, nennt man auch Düsenjet. Blauglanz! Ja, dann haben wir schon mal 12. Ist hier keiner drin oder sind die Minen einfach nur so drin? Waren die Minen einfach nur so da? Da war was anderes. Da war was Spannendes, was ich noch nicht hatte. Was Spannendes. Was ultra Spannendes. Durchsuchen. Das nehme ich mit. Ein altes Amulett. Vorratskiste? Oh, ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Ja, nächstes Mal ein Einkaufswagen. Wow, aber gerade so, hä? Wegen der hier. Tierfigur. Das ist eine neue Tierfigur. Zeigt ein schlankes Tier mit Geweih. Oh, oh, mit Geweih. Eieiei. Geh nach Sandesgrund. Gibt's ja sonst nichts mehr. Mehr kann ich hier gar nicht machen. Ich kann auch hier hoch. Aber. Da ist noch was. Plattformkonsole. Steuerinterface für Drohnen. Drohnenplattform. Aber. Wenn ich die Flugmaschine ein wenig bewegen könnte. Meint, ich kann sie nicht bewegen. Ich will sie bewegen. Lass sie mich bewegen. Ha. Ha. Da hinten? Vorratskiste. Achso. Da ist auch noch eine Vorratskiste. Versteckt. Versteckt! Das wird zu schwer.
Flugmaschine bewegen. Sonst habe ich hier... Ach, guck an. Warte mal. Guck an. Ich kann klettern. Geheim, geheim. Rüber, rüber. Dankeschön. Kann mir hier mein Fokus weiterhelfen? Aktiviere die Konsole. Bip. Dieser Metallvogel. Ist voll der Vogel. Wohl doch nicht fest verankert. Jetzt kann ich hinüber. Haha. Und hoch. Haha. Was gibt's hier? Holo-Schloss-Zurücksetzung. Wenn diese dämlichen Techniker denken, sie könnten einfach hier reinkommen und an den Drohnen herumfuschen, haben sie die Rechnung ohne mein Pflichtbewusstsein gemacht. Ich setz mal das Holo-Schloss zurück. Echo, Sierra, Echo. Was soll das? Wieso macht man das? Code. Code. Vielleicht entdeckt mein Fokus etwas. Falsch. So, einmal. Zweimal. Und... Oh, Mann! Nein! Da! Zack! Er hat es einfach zurückgesetzt. Weiß der Vogel. Was hat er gebracht? Nix. Nichts hat er gebracht. Tür öffnen! Wo sind wir hier? Was ist das hier? Sollte ich hier überhaupt schon hin? Das ist das nächste. Aber dann, ja. Wenn ich hier noch nicht hin dürfte, dann dürfte ich hier nicht hin. Oh oh. Wow. Das wird jetzt dann knapp. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Ich habe auch keinen Platz. Bin jetzt gerade hier runtergejumpt. Okay, passt. Ist okay. Halb so schlimm. So, was haben wir hier? Ich verstehe, Mr. Blevins. Ich wollte keinen Haufen fliegender Kameras. Ich will Sicherheit, keine Überwachung. Und Sicherheit heißt Feuerkraft. So wahr Gott mein Zeuge ist, ich werde nicht mit Platzpatronen schießen, falls und wenn ein schwerer Terrorakt diese Einrichtung entweiht. Aha, er wollte Feuerkraft, deswegen diese Blechvögel, hä? Deswegen wollte er die Blechvögel. Vielleicht kann mein Fokus mir weiterhelfen. Hä? Was willst denn du? Gerade nicht. Wir werden sehen, was wir gleich hier haben. Niemand war hier, seit sie hier eingeschlossen wurde. Nochmal so ein Blechvögel. Montageschiene. Das brauche ich. Jetzt haben wir ein Schienenteil. Aber hier ist noch was. Schmeiß ihn raus! Hieß es. Hä? Oh, Notizbuch. Schmeiß ihn raus. Schmeiß ihn raus. An Kenny Cho, Harrison Boner betrifft, schmeiß ihn raus. Kenny, ich verstehe es ja, okay, wirklich. Furry ist Förderer von Firebrick Flemings, ist Varus Schoßhund, alle kriechen sich gegenseitig in den Hintern, bla bla bla. Aber wenn du auch Blevins erlaubst, vor Ort zu bleiben, dauert der Installation doppelt so lange. Wie ist das Budget erreicht? Und ich weiß nicht, wie tief die Taschen von Firebrick sind, aber der Schiff nicht endlos tief. Wir haben gerade die gesamte Flotte neu kalibriert. Die gesamte Flotte, Kenny, und du fragst dich bestimmt warum. Oh Kenny, gut, dass du hypothetisch gefragt hast. Blevins war mit der Grundverhaltensroutine in der Sicherheitsdrohne unzufrieden. Du weißt schon, die der selbst ausgedrückt hat. Nicht aggressiv genug, meinte er. Ihm wäre nicht mal ein Rottweiler auf einer Interkontinentalrakete aggressiv genug. Also haben wir etwas Kampfverhalten hinzugefügt und das war echt nicht einfach und sie somit quasi kriegsbereit gemacht. Überleg dir das nochmal, Kenny. Kampfruhm mit allerneuesten Technik in der verlassenen Wildnis, nur damit Blevins auf Kosten von Firebrick Krieg spielen kann. Ich flehe dich an, Kenny. Finde einen Weg, ihn vom Hangar fernzuhalten. Bitte, Harris. Okay. Schmeiß ihn raus. So, dalle. Nimm mal. Achso, ich hab ja, kann das nicht wegmachen. Geh nach Sandesgrund will ich immer noch nicht gehen. Ich gucke jetzt hier mich erstmal um, ja? Das war's. Hä? Wer war hier nicht? Irgendwas habe ich jetzt. Übersehen. Ich habe zwar jetzt den. Die Ruine angeguckt, aber.
das schon alles war? Komisch. Kann ich gar nicht glauben. Aufwärts. Oh, lass mich runter. Hä? Ich brauche immer noch ein Schienenteil. Das ist das Problem. So, warte mal. Quests. Haupt, das ist ohne Schatten. Den brauche ich nicht. Für dein Vera. Geh nach Sanneskund. Ja, Überlebende. Finde den vermissten Jägern. Okay. Ist hier irgendwas? Magnetische Klammerschiene zum Anbringen von Geschützen. Untersuch die Montageschiene. Das sollte leicht abgehen. Erhalten Montageschiene. Verlasse das Drohnenlager. Geheimnis, hä? Das ist ein Geheimnis. Oh, fuck. Hab mich gerade erschrocken. Na komm her. Kollege. Na komm her. Ja. Yep. Das ist sogar ein dämonischer, hä? Ein dämonischer. Zack. Aua. Aua. Zack. Aber jetzt. Ich denk doch gerade, hä? Stufe 53 erreicht. Tja, so schnell geht es. Ohne mich, Freundchen. Das war nichts. Kollege, das üben wir nochmal. Er hat's versucht. Er hat's versucht. Kann er ja mal tun. So, erstmal hier wieder raus. Hier waren wir drin. Wuppa, wuppa. Hoch, hoch. Raus aus diesem Drohnenlager. Zack. Das soll also meinen Speer verbessern, ne? Das soll also meinen Speer verbessern. Ja, sollte erstmal die Karte laden, bitte. Gut, danke. Dann haben wir das hier auch. Einfach sollte ich hier zurück auf jeden Fall. Ich muss nachher auf jeden Fall hier hoch, weil hier ist noch... hier war ich ja. Dass hier kein Flaggerfeuer gibt. Ist halt auch scheiße. Das ist für den Schamanen, hä? Das ist halt auch für den Schamanen. Stufe für Verak. Ach, ich muss eh zurück. So los. Ah, ich habe beide schon gemacht. Ich hab aber nur die Prüfung. Ach, das war die andere. Das war die andere für den Speer zum Verbessern. Also muss ich eh so oder so zurück. Die Sache ist, wenn ich hier gerade hier oben bin, ob ich nicht kurz hier das hier mitnehme hier. Da ist noch ein Turm. Da ist noch ein Türmchen. Ein Türmchen. Da ist noch ein Lagerfeuer und ein Händler. Da war ich noch nicht. Oder ich gehe von unten dann nach rechts und forste mich dann nachher hier nach oben durch. Ich gehe jetzt erstmal zurück. Erstmal zurück zum Lagerfeuer. Und dann reden wir mal mit den ganzen Leuten. Die müssen ja uns auch mal ein bisschen Klartext reden hier. Wir haben ja ein bisschen was getan. Haben hier ein bisschen... Zeigt, wir sind die Besseren, wir sind die Besten, ey. Wir sind die Coolsten, die Geilsten, ey. Keiner kann uns was anhaben. Von daher ist das halb so schlimm. Ja, ja. So ist das. 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 Dann bin ich ja gespannt, was der gleich zu sagen hat. Und er merkt, ey, wir sind die Coolsten, die Besten, wir sind die Atemberaubendsten. Oder? Oder nicht? Oder nicht? Oder doch? Ich weiß es nicht. Ich oder doch? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen, egal was du tust. Alles, was ich will, ist, dass du es tust. Bin ja gespannt, was noch auf uns so zukommen wird hier. Demnächst. Sicher noch einiges.
Da wird sicher noch ein paar heftige Gegner. Heftige Gegner. Ultra heftig. So, hast du nun fertig geladen? Ich weiß, es war eine weite Reise bis nach unten. Aber wir sind jetzt endlich da, oder? Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Oder doch? Doch nicht? 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 Doch? Doch? Donnerkiefer, Plünder und lang meine Füge über einen Ordnungsbauteil, dass ich im Hohengras aufsperren kann. Warum sollen die großen Veraks von Ban-Ur besser sein als unsere? Wir sind back. Wir sind genauso gute Jäger wie vor der Aratak heraus. Das will ich eigentlich noch gar nicht. Das ist das Einzige, was ich machen kann. Ich will das geteilte Geheimnis erstmal. Ich muss erstmal meinen Speer machen. Das Geheimnis soll er mir offenbar Aratak herausfordern. Pah. Mal gleich. Erstmal das Schaman-Geheimnis. Gib mir mein Schaman-Geheimnis. Erzähle mir mehr. Sollte ich das... Schamanengeheimnisse spricht man niemals aus. Sollte ich das hier für dich finden? Binde es an den Speer. Befestige damit das erstmal. Du findest mehr, ganz sicher. Warum hilfst du mir? Das blaue Licht verblasst. Die Maschinenlieder enden. Und was genau tut das Konklave? Sitzen, singen, beobachten. Es reicht. Wir müssen kämpfen. Und du? Du bist ein Kämpfer. Wir teilen ein Ziel. Da bin ich mir nicht sicher. Ich weiß nicht mal, was das Ziel sein soll. Aber ich danke dir. Spar dir den Dank. Handle lieber. Jetzt kann ich meinen Speer mit Teilen modifizieren. Der Speer hat jetzt Plätze für Modifikation. Drücke und geh zur Schatzkiste. Ich kann jetzt modifizieren. Munition, also das ist ja Zersprengerladung. Okay. Ja, das hatte ich ja. Zersprengermunition, das kann ich machen. Kann ich auch machen? Kann ich auch machen? Fast, Gänsehaut. Verdammt. Ah. Ah. Oh. Ah. Oh. Überbrückungsfreigeschalten. Ja, die habe ich ja alle schon längst freigeschalten. Outfits-Modifikation. Selten Speerschaden. Okay, da brauche ich noch. Ich habe leider keine mehr. Ich habe nur das eine. Ich will noch mehr. Deswegen die speziellen Schatzkisten. Was haben die mit Schatzkisten gemeint? Teilscherben, Reihenholz, Stein. Maschinen. Seite 1 von 7. Ich habe 7 Seiten davon. Nächste Seite. Ach so, hier kann ich gucken. Waffenspule-Modifikation. Ah, da kann ich. Modifikationen? Speerschaden. Nochmal. Herr. Noch mehr Speerschaden. Das nehme ich doch gerne mit. So, hier haben wir dann. Alles Modifikation. Verursacht beim Aufbau sehr hohe Reißschwergrad. Setzt einen Druckluftstoß frei, der alles ablöst, was er berührt. Nützlich, um Rüstung und Bauteile von Maschinen zu entfernen. Waffenzersprenger. Okay. Okay. So, dann haben wir hier missionmäßig. Haben wir ja beide Gold abgeschlossen. Da haben wir erstmal nichts mehr. Ja, Tutorials. Für den Weberack. Ja, wie läuft das? Blaugans, ja. Ja, yeah, Sperrmodifikationskiste, die habe ich schon gekriegt. Und wie soll das jetzt laufen? Wie soll das jetzt laufen? Quest für Tutorials. Du hast eine starke neue Waffe verlangt, den Zersprenger, der neue Arten von Munition abfeuern kann. Diese Kampfherausforderung soll dir helfen, den Umgang damit zu erlernen. Ja, aber...
Feine Maschinenbauteile. Es ist ja auf meinem Speer. Sagt er ja, oder? Diese Nahkampfwaffe hat einen schnellen, leichten Angriff. Ein schwerer Schockangriff R2 und kann freigeschaltete Maschinen überbrücken. Nee, das ist nicht der Zersprengerer. Sturmschleuder? Nö. Rassler? Nö. Oh, ist blöd. Ich habe noch keinen Zersprenger, kann das sein? Stoffe? Bla, blub, Schatzkisten? Falsch. Okay, auch nix, auch nix. Neue Waffe? Ja, wo? Ah, hier, da ist das Zersprengerer. So. Die Druckluftstöße, Nahkampfwaffen lösen Rüstung, Bauteil ab. So, ich habe gedacht, mein Speer ist jetzt verbessert, aber das ist natürlich wieder... Ja, kann man tun, muss man nicht tun. So, wir machen jetzt erstmal aber für den Verak vor der Aratak heraus. Aratak, wir werden nun kämpfen. Wie echte Männer. Aratak, ich bin bereit für dich. Ja. Mein Volk erzählt sich über deine Taten viele Geschichten. Du scheinst besonderes Interesse an unserem Flechtenschnee zu haben, Fremde. Ja. Und scheinbar werde ich auch nur so alles davon sehen können. Du forderst mich? Für den Verak. Du? Das ist wohl ein Witz. Es ist kein Witz, Aratak. Ich verstehe. Sie handelt als deine Hand. Und mit deiner Unterstützung bin ich gezwungen anzunehmen. Du enttäuschst mich sehr, Schwester. Du hast mich vom Donnerkampf ferngehalten, Bruder. Bruder und Schwester, das ist etwas komplizierter, als ich dachte. Nein, ganz einfach. Du triffst mich bei den Frostfingern. Dann bereite ich diesem Hohn ein Ende. Ich schulde dir wohl eine Erklärung. Ja. Ich glaube, das tust du. Warum hast du nicht erzählt, dass du Arataks Schwester bist? Ich dachte, das wäre nicht nötig. Dass Aratak es einer Fremden gegenüber erwähnt hat. Er muss sehr wütend sein. Ich komme nicht so gut zurecht mit Menschen. Ich bevorzuge eher Geisterstimmen. Oder mich selbst. Ich wollte nicht, dass du unsere Reise als irgendeine Art Familienzank siehst. Sie ist viel bedeutender als das. Mutig, das muss ich dir lassen. Den eigenen Bruder anfechten. Er gab mir keine Wahl. Er denkt, ich bin ein Kind, das bei der Jagd abgeschoben wird. Er würde mir mein Schicksal verwehren. Und dennoch wusste ein Teil von mir, dass er mir vergeben würde. Am Ende. Das tut er immer. Familiendrama beiseite. Wie soll diese Herausforderung aussehen? Du und Aratak werden Maschinen bei den Frostfingern jagen. Der Schnellste wird der Sieger sein. Es wird nicht einfach. Nichts hieran war es bisher. Wenn wir uns am Startpunkt treffen, erzähle ich mehr. Am Fuß der Hügel ist es einfacher zu erklären. Urea, es ist egal, wer mit wem verwandt ist. Ich will wissen, was im Donnerkamm ist. Die Stimme, der Dämon und wie alles mit den Maschinen zusammenhängt. Aber wenn wir das durchziehen wollen, musst du ehrlich zu mir sein. Ich habe dich unterschätzt. Und Aratak. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Wir sehen uns bei den Frostfingern. Dann riskiere ich mein Leben, um eine Banu-Jagdgruppe anzuführen. Das wollte ich schon immer. Eben, gab nichts Besseres, oder? 505 Meter.
Okay, das ist da oben. Da, wo ich eh demnach hingehen sollte, müsste, weil nach rechts sollte ich eigentlich auch hier lang. Ich frage, ob ich das da kurz davor mache. Ja. Bevor ich zu den Frostfingern gehe. Weil sich das gerade anbietet. Weil das passt doch. Das gönne ich mir noch. Den Turb da zerstören. Dann ja, Maschinen jagen. Oh je, ich sehe schon kommen. Ein paar Frostklauen jagen, hä? Oh Mann. Ich meine, diese Gewalt. Ja. Gewalt ist keine Lösung. Doch, ich muss es tun. Gewalt ist keine Lösung. Doch, ich muss es tun. Ich muss dahin zum Turm, um ihn auszulöschen. Denn der Turm macht böse Geräusche. Okay, okay. Das kriegen wir hin, Freunde. Guck mal, ganz viele Graser. Bei dem waren wir ja schon. Bei dem Lagerfeuer waren wir ja schon. Wir waren sogar da in der Nähe. Da sind sogar Leute. Sind das Banuks? Das Gegner? Banuk-Wanderer. Das sind Wanderer. Wanderers. Oh, guck mal an. Was da drüben los ist. Verdorbene Panzerwanderer. Kontrollturm entdeckt. Zig Panzerwanderer, die da rumrennen. Ja, geil. Hier soll irgendwo noch eine Figur sein. Und ich habe ja nichts gegen Panzerwanderer. Aber wenn sie halt campen, dann habe ich was gegen Panzerwanderer. Ich bin ungeschützt, solange ich nicht diesen Turm erledige. Yep. Eindeutig. Vor mir sind voll viele Panzerwanderer. Und wie sie den Turm beschützen. Interessant. Den beschützen sie richtig. Ja, die haben ihren eigenen Weg. Da muss ich jetzt wahrscheinlich volle Rakete kämpfen. So die Befürchtung. Ich werde es wahrscheinlich nicht leise schaffen. Nee, werde ich nicht. Werde ich nicht. Deswegen. Oh Gott, ich vergaß. Bam. Yep. Hoppa. 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 Aua. Er wird halt immer wieder geheilt. Das Instead. Das ist halt das Problem. Was? Was? Das war ein One-Hit. What? What the fuck? Ja, genau. Übertreib, Spiel. Genau. Der macht einmal zack und er ist wieder voll und ich kriege One-Shot und bin kaputt. Geil. So macht man das Spiel. Genau. Verarscht doch jemand anders. Ich habe nicht mal ein Schild, weil das Schild von denen die ganze Zeit kaputt gemacht wird. Ja, wow. Wow, wie gemein. Oh, Alter. Alter Vater, das ist übel. Vor allem, ich komme ja nicht einfach an den Turm, weil so viele Panzerwanderer wie da rumrennen, wird es nicht ganz so einfach. Ja. Ja. Tja. Das wird natürlich dezent. Wo bin ich jetzt? Hier oben. Oh. Da will noch jemand mit mir reden hier oben. Oh Mann! Das kotzt mich jetzt schon ein bisschen an. So dezent. So leicht dezent.
Wer will mit mir reden? Der da hinten. Krieg ich noch eine Nähmission, hä? Aloy, ich habe ein Angebot für dich. Was kann ich tun, Burgrend? Beklage mein verlorenes Glück. Endlich habe ich ein paar Banuk gefunden, die mit Fremden handeln. Und plötzlich sind sie weg. Drei Banuk-Jäger schlugen vor ein paar Tagen auf. Keine Vorräte, schlechte Ausrüstung, keine Ahnung, wie man Maschinen ausbeutet. Sie baten mich, sie für eine Reise auszurüsten. Und du kennst mich, Aloy. Ich bin sentimental. Sie bekamen es auf Kredit. Sie haben nicht bezahlt. Tja, sie wollten. Schau dir nur dieses Donnerkieferherz an. Aber das ist ewig her. Und ich mache mir Sorgen um sie. Sag mal, Burgrend, sorgst du dich um ihr Wohlergehen oder um das deiner Börse? Ein Mann kann sich um zwei Dinge sorgen. Aha. Was hast du denn mit ihnen ausgehandelt? Was ich dir sagte. Ich war einfach nur großzügig, Aloy. Sie bringen mir das zerstörte Herz und ich gebe ihnen trotzdem noch eine Chance. Ich habe sie etwas anderes holen lassen. Du hast sie seither nicht gesehen. Hm. Keine Spur. Was meinst du, sie konnten keine Teile sammeln? Nicht ungewöhnlich bei Banuk. Das ist Schamanenarbeit. Jäger erlegen die Maschinen, Schamanen nehmen sie aus. Kein Schamane unter den dreien. Nur zwei Halbstarke, die sich streiten. Und dieser große, lächelnde Bursche. Wenn Banuk eigentlich nicht ohne Schamanen jagen, was hat es dann mit ihnen auf sich? Das weiß ich nicht. Aber Hammer auf Stahl. Es ist jedenfalls keine glückliche Geschichte. Sie baten dich, sie für eine Reise auszurüsten. Eine Reise wohin? Nicht sicher. Aber ich hörte, wie sie über das Sonnenreich sprachen, als sie dachten, ich höre weg. Also verlassen sie das Banuk-Gebiet. Vernünftige Idee. Aber das Ganze wirkte nicht wie ein Ausflug ins Grüne. Sie flüchten vor etwas. Ich bin kein Schuldeneintreiber, Burgrend. Wenn ich sie suche, dann um zu sehen, ob es ihnen gut geht. Natürlich, natürlich. Beim Feuer des Schmieds. Entschuldigung. Ich mag diese Idioten sogar. Der weiche Stahl der Jugend und so. Aber wenn du sie tatsächlich finden solltest, könntest du sie an unsere Abmachung erinnern. Eine Versengerkralle, eine Sehne von einem Pirscher und ein Schnappmaulzahn. Wenn sie mir das liefern, ist ihre Schuld beglichen. Mehr als das. Aber pass auf, dass sie sie nicht zu sehr beschädigen. Ich überleg's mir. Zuletzt gingen sie Richtung Nordosten. Da kann man gut Maschinen jagen. Wenn sie dir den Aufwand wert sind, kannst du dort nach ihnen suchen. Der Dämon kann den Maschinen das blaue Licht nicht entziehen. Oh Mann, drei Jäger, die nur Scheiße machten. You dare trespass here. Those that do seek the glory of the hunt. To challenge themselves in a land like no other. But they never find glory. Only death. I'm not here for glory. I'm here for the mountain. For answers. Then you must face the beast that guards it.